Wunderschönen guten Morgen, der Camper Tobi aus Düsseldorf. Heute fangen wir mit dem Forsterstand an. Das ist ein Forster T738QB. Ich hatte eine Zuschaueranfrage: Mensch Tobi, kannst du mal mir das Auto kurz zeigen? Ich möchte nach Düsseldorf kommen und vielleicht einen kaufen. Ist doch toll, machen wir gerne. Und ich habe ja einen Forster-Spezialisten. Ich kann mich ja nur noch, entschuldige das Wort, oberflächlich um die Fahrzeugdaten und Typen kümmern, weil ich so zu bombardiert werde. Ich nehme jetzt dieses böse Wort mit Anfragen etc. Kannst du, bist du, machst du. Leute, ich versuche euch alles zu erfüllen, aber ich hole mir jetzt immer einen Profi zur Seite und das ist der Sadat Hamzai. Der macht bei uns die Niederlassung in Schongau und ist ganz erfolgreich auch auf Forsterbasis und der kennt sich aus. Morgen Sadat. Guten Morgen. Ja, wie immer hören wir den Gesprächspartner, aber wir filmen ihn nicht. Bei uns steht das Produkt im Vordergrund. Und ich würde mal sagen, das ist ein neues Modell 2018, sagt er, ist das richtig? Das ist das Modell 2018. Okay. Ja. Man hat ja jetzt, soweit ich das noch weiß, du korrigierst mich gleich, ja. Ich bin ja gerne einer, der viel redet, das weißt du. Ja. Man hat diese Fresh-Linie, das habe ich schon angekündigt, jetzt übernommen in das komplette Modelljahr und hat das Ganze aufgepeppt. Richtig. Das hat ihm sehr, sehr gut getan. Der ganzen Marke, den ganzen Modellen, das weiß ich schon. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Also wir haben jetzt über die Fresh-Modelle hat einiges übernommen. Ja. Und zwar, wir haben das Interieur, die Möbel und so weiter, haben wir alles eins zu eins übernommen. Okay. Was bei den Fresh-Modellen waren halt viele Details wie Rahmenfenster und Aufbautür zum Beispiel mit ZV-Verriegelung und Fenster. Ja, ja. Du sprichst ein ganz lustiges Thema an, Zentralverriegelung für die Aufbautür. Ja. Für uns als Verkäufer allein schon ein Luxus, weil wir so viele Autos den ganzen Tag auf- und zusperren, wenn wir in Sozimus oder in Schongau sind. Und hier drückst du einmal und es ist offen. Das nervt auch den Camper immer mit der Aufbautür-Rumsperrerei. Also es gibt summa summarum mehr Möglichkeiten, auch den Forster zu individualisieren. Ja. Stellen wir es mal so dar. Wir machen jetzt diesen Smalltalk, den Camper-Tobi wie üblichen Smalltalk, weil da sind nur Gäste drin, die werden wir natürlich nicht stören. Ich dränge mich niemals vor, ich warte, bis es passt. Also der Camper-Tobi will keinen nerven, außer durch sein ständiges Gerede. Selbst wenn ich sage, ich lasse jetzt mal die Bilder wirken. Sie dürfen gern durchgehen, gar kein Problem. Sie sind dann halt abends in YouTube, aber also immer lächeln. Wunderbar, super, danke Ihnen. Also hier haben wir jetzt mal die Grundrisse, das passt gerade gut zusammen. Hier haben wir die Alkoven. Was haben wir bei den Alkoven neu? Steht auch dort für Camper-Tobi-Blinde. Ja, wir haben die neuen A734VB. Okay. Der hat eine interessante Aufteilung auch. Der hat hinten Stockbetten. Ja. Und vor den Stockbetten hat der hier wunderbar zwei Seitenboards mit einem Tisch für die Kinder. Für die Jugend, für die Kinder, da hinten eine extra Ecke. Und was noch hervorragend bei diesem Modell ist, man kann das hier komplett abtrennen. Das heißt, Schlafzimmer, Eltern und Schlafzimmerkinder sind komplett abgetrennt. Die berühmte Zweiraumwohnung, wo ich immer sage, dann ist auch ein bisschen Privatsphäre da. Und absolut. Die brauchen auch Eltern nochmal, wenn sie mit ihren Kindern unterwegs sind, so im Auto sind, drei Tage Regen ist oder so. Also da schadet es nicht, wenn man ein größeres Auto hat. Das kann ich nur jeder Familie sagen, habe ich ja selber erlebt. Was für Camper hat es nicht erlebt? Da wird schon mal eng in der Hütte, sage ich mal. Also bei den Integrierten hat sich jetzt nicht viel getan, sehe ich. Gell? Die kennen wir. Die Integrierten sind gleich geblieben zum Vorjahr. Und jetzt gibt es eben die 7,40-Version, eben 738 Kubi. Und vor dem stehen wir jetzt, die Garage etc. Schaut euch bitte die anderen Videos an. Es ist alles ziemlich ähnlich von der Abwicklung, von der Bettkurbel etc. Aber hier haben wir ja dieses neue Queensbett drin, das man dann natürlich nach oben kurbeln kann, um wieder diese ganze, ich gehe nochmal zurück. Gerne. Der Sadat kurbelt. Der Sadat ist an der Kurbel, ich bin am Mikro. Das ist gut. Ihr seht also, wenn man das hochkurbelt, dann kriegt man eben die komplette Ladehöhe von der Garagentür hin. Sprich, also auch große Gegenstände, zwei riesige E-Bikes oder vier Bikes oder wie auch immer, kriegt man in diese Mega-Garage rein. Perfekt. Jetzt hat er seinen Frühsport auch schon gemacht. Das ist der Hammer. Und ist gefilmt worden dabei. Cool. Super, Sadat. Jetzt sieht man das mal. Siehst du? Und jetzt haben wir wirklich komplette Ladehöhe. Perfekt. Ja, das sehe ich ja. Ist ja neu, Rahmenfenster. Wow, was sagt er natürlich? Ich habe es noch nicht bemerkt, ganz ehrlich, aber ich steppe da einfach mal rein. Wunderbar. Der Sadat, der bleibt immer ein bisschen in meiner Nähe. Ich muss mit meinem Kollegen jetzt hier so von Camper-Tobi reden, aber ich habe mein Mikro hier und dann hören wir dich besser. Es ist zwar relativ gut, aber passt. Also, so sieht er innen aus auf dem Bild und so sieht er innen aus, wenn man es durch die Camper-Tobi-Kamera sieht. Da haben Sie die Zweiraumversion. Erinnert natürlich vom Grundriss her an diesen integriert, mit dem ich momentan da bin. Eura 725QB. Das ist ja im Grunde das große Pendant von Eura als Vollsaisonfahrzeug dazu. Ja.
Im Grunde. Ja. Das ist ja die Budgetmarke, sage ich immer vorsichtig. Das ist klar, der Forster will günstiger sein, das kann er nur, wenn er auf den Doppelboden verzichtet. Aber wir haben trotzdem Voll-GFK, wir haben 5 Jahre Dichtigkeitsgarantie. Das kennen die Zuschauer. Ich habe so viel Forster schon erklärt aus dem Jahrgang 17 und 16. Also gar keine Frage. Was neu ist da drinnen, jetzt, der sattert wieder dran, Entschuldigung. Ich bin zu viel gewohnt. Wir haben ja bei den Modellen jetzt serienmäßig, haben wir bei allen Teilintegrierten zum Beispiel die L-Sitzbank. Okay, ja, stimmt, genau. Richtig. Sämtliche LED-Beleuchtungen hier sind neu. Super. Dann natürlich haben wir auch bei unserem Budget-Auto auch Piezo-Zünder in unserem Kocher und eine Druckwasseranlage. Okay. Und einen großen Kühlschrank mit AES-Funktion, alles serienmäßig dabei. Ja, das ist natürlich ganz wichtig zu erwähnen. Elektrische Hubbetten brauchen wir jetzt auch nicht vorführen. Neu sind diese lackierten Oberflächen im Austerfresh-Serie, machen das Ganze freundlicher, heller, emotionaler und edler. Ja, absolut. Definitiv. Also das war bei Forster wirklich eine wichtige Sache. Ich bin ja immer ganz ehrlich, Butter bei die Fische, sage ich. Wir haben Forster gut verkauft, wir waren auch zufrieden mit der Qualität. Aber das ist so der Schmiss, der noch nötig war. Also Respekt an Forster, muss man wirklich sagen. Ich rede ja nicht schön, ich sage es immer so ein bisschen, wie es ist. Und jetzt filmen wir mal in der vollen Länge nach hinten auf die Badmöglichkeit. Da sehen wir auf die Badmöglichkeit, auf die Waschmöglichkeit. Oh Gott, das geht schon gut los heute. Hier die Stufe. Die hat man natürlich beim Eurer nicht, Nein. Weil dann die Lücke gefüllt ist. Aber Sie müssen irgendwo die Heizungsschläuche und die Technik und alles, was man so im Wohnmobil mit sich rumzieht, auch unterbringen. Da ist der große Kühlschrank, den ich besonders liebe, weil er gut schließt und für einen Absorber wirklich einen super Dienst macht. Da hinten gibt es was Neues, außer jetzt, dass wir hier die Queensbett-Variante haben. Das ist ja wirklich komplett neu. Das Bett ist wie lang, darf ich dich fragen? 1,90 Meter. 1,90 Meter, alles klar. Mal 1,40 Meter, schätze ich jetzt mal. Okay, ja, das reicht ja durchaus. Ich habe es ja mit meiner Länge, mit meinen 2 Meter. Ich liege auch in dem 1,90er Bett. Ich kann da wunderbar schlafen. Bin wirklich begeistert von dem Grundriss. Aber das ist natürlich am Ende alles Geschmackssache. Aber ich kann jetzt den Wunsch des Zuschauers nachkommen. Der sieht heute Abend oder heute Nachmittag spätestens dieses Auto in YouTube und kann dann getrost herkommen. Also meine Empfehlung ist, schönes Auto. Wunderbar. Also bitte hier am Stand auch mal nach dem Sattler fragen, dann merkt er auch, dass das Feedback kommt über Camper-Tobi, weil ich bin hier nur am Schwärmen vor allem, was ihr mir antut. Ich habe ja immer den Zuschauern erzählt, Sattler, seit 2 Tagen, was macht ihr mit mir? Ich wollte euch mitnehmen auf eine Reise und jetzt nehme ich die mit. Also das ist unglaublich. Daumen hoch für euch und danke. Und wir gehen jetzt weiter an den... Der Sattler, ich sage immer dazu, der ist eigentlich schön genug, um vor der Kamera zu stehen. Und der will euch hier nochmal ordentlich grüßen. Ich weiß, das ist ungewohnt. Ich tue mich leicht, ich stehe ja nur dahinter. Da kann man anders mit dem umgehen. Oh, neue Außenleuchte haben wir auch. Die ist edel. Bei allen Modellen jetzt so? Bei allen Modellen. Wow, cool. Schön. Schön angeformt. Wunderbar. Ja, ansonsten haben wir eigentlich mal einen guten, groben Überblick bekommen. Ja. Von außen hat er sich nicht verändert, bis auf das Design. Ist leicht. Den Heck haben wir ja auch von Fresh ja übernommen mit die LED-Beleuchtung. Boom, das schauen wir uns nochmal an. Ganz guter Tipp. Wunderschön aus. Ja, das ist gut. Wir haben, wobei wir könnten auch den 699er machen, der hat doch das gleiche Heck. Ich habe nämlich ein bisschen mehr Möglichkeit in die Totale zu gehen, weil beim anderen ist die Wand hinten. Also stellen Sie sich bitte genau dieses Heck vor, beim T7 38 Kubi, aber es steht was anderes drauf. Das war's eigentlich. Prima, super. Der eigene Kollege bedankt sich, dass ich ihn besucht habe. Wie cool ist das denn? Aber wir halten zusammen, wir sind ein Team und wir finden es alle miteinander ganz toll, was hier am Caravansalon 2017 passiert im Moment. Und es ist erst Montag, es sind noch volle 7 Tage von uns. Jetzt ist losgegangen, der Sattler schaut hier mit den Hufen, weil sehr, sehr viele Gäste schon da sind. Merci für die Beratung. Vielen ich würde jetzt einen bei dir kaufen, aber ich habe schon einen. Okay. Also, im nächsten Jahr. Ich wünsche euch was. Bis nachher, der Camper Tobi jetzt dann gleich vom Eurer Stand. Servus, ciao.